Satellitenbilder der NATO. Sie sollen russische Panzer zeigen, in Kampfposition nahe der Stadt Krasnodon in der Ukraine. Für die NATO sind diese Fotos Beweise. Ansonsten gibt es Indizien für eine Invasion Russlands. Dieses Video der ukrainischen Armee zeigt angeblich einen russischen Panzer mitten in der ukrainischen Stadt Nowoasowsk. Das ukrainische Militär sagt, in den letzten 24 Stunden habe sich die Lage deutlich verschärft. Heftige Kämpfe werden wieder aus den Regionen Luhansk und Donetsk gemeldet. Gleichzeitig habe man auch in der Grenzregion im Südosten weitgehend die Kontrolle verloren. Die Stadt Nowoasowsk sei inzwischen in der Hand russischer Truppen. Schon fürchten ukrainische Militärs, die Separatisten wollten mit russischer Unterstützung auch Mariupol einnehmen und einen Landkorridor zur Krim schaffen. Angesichts der Kämpfe hat Präsident Poroschenko seine Reise in die Türkei abgesagt und bittet die internationale Gemeinschaft. Wir brauchen eine Untersuchung dieser deutlichen Eskalation in unserem Land. Ich möchte alle unsere Partner in der EU dazu auffordern, ein Krisentreffen einzuberufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Ein klarer Hilferuf, der Westen möge eingreifen, auch von Premier Jasenjuk. Unsere ukrainischen Truppen können vielleicht mit Guerillakämpfern fertig werden, selbst wenn diese aus Russland unterstützt werden. Aber gegen die russische Armee ist das ungleich schwerer. Aus Moskau kommen bislang Dementis. Ein Rebellenführer gibt allerdings unumwunden zu, dass sie seit langem von Kämpfern aus dem Nachbarland unterstützt würden, von insgesamt etwa 4000 Freiwilligen. Darunter sind auch aktive russische Soldaten, die ihren Urlaub lieber hier statt am Strand verbringen, bei ihren Brüdern, die für Freiheit kämpfen. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, ist eins klar: Moskau spielt auf höchstes Risiko.